Einfach gesagt, der Gradient einer Funktion ist ihre erste Ableitung und die Hesse-Matrix ihre zweite Ableitung. Besonders interessant werden die Begriffe aber erst dann, wenn die Funktion von mehreren Variablen x, y, z oder x1, 2, 3 und so weiter abhängig ist. Denn dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die Funktion einzeln, also partiell, nach jeder nur möglichen Variable abzuleiten. Wie genau jetzt so ein Gradient bzw. eine Hesse-Matrix aussehen und was das Ganze mit der Richtung des steilsten Anstieges zu tun hat, schauen wir uns einfach direkt an einem Beispiel an. Los geht's! Der Gradient ist einfach nur die erste Ableitung. Jetzt ist es so, dass die Funktion von zwei Variablen abhängig ist. Das bedeutet auch, dass es genau zwei erste Ableitungen gibt. Und zwar die erste Ableitung nach x und die erste Ableitung nach y. Schreib einfach die Variable, nach der du gerade ableiten möchtest, hier unten in den Index rein. Jeder versteht, was gemeint ist. Wichtig ist noch, wenn du diese partiellen Ableitungen berechnen möchtest, dass alle Variablen, nach denen du gerade nicht ableitest, wie eine konstante Zahl betrachtet werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir die partielle Ableitung nach x berechnen wollen, dann muss das y wie eine Zahl betrachtet werden. Machen wir das mal. Wie leitet man denn eine Funktion nach x ab, bei der das x nur unten im Nenner vorkommt? Wenn du dich erinnerst, dafür hatten wir einen speziellen Trick. Der besteht aus drei Schritten und zwar, zuerst einmal ändern wir das Vorzeichen. Zweiter Schritt ist, der Exponent des Nenners wird um 1 erhöht. Und der dritte Schritt war, dass wir alten Exponenten mal altem Zähler rechnen. Das bedeutet, der Zähler, der verändert sich nicht. Es bleibt dritte Wurzel aus y minus 1. Um jetzt die partielle Ableitung nach y zu berechnen, müssen wir einfach nur das x wie eine konstante Zahl betrachten. Okay, wenn wir eine konstante Zahl an so eine y-Funktion dran multiplizieren oder dividieren, dann bleibt diese konstante Zahl stehen. Das bedeutet auch hier, das Geteilte durch x bleibt erstmal stehen. So, das heißt, wir müssen nur noch diese dritte Wurzel ableiten und um so eine Wurzel abzuleiten, haben wir gesagt, formen wir sie erstmal um in eine Potenz. Wenn du dich erinnerst, eine zweite Wurzel schreiben wir als hoch ein Halb, eine dritte Wurzel schreiben wir als hoch ein Drittel und so weiter. Okay, wenn wir diesen Term jetzt nach y ableiten wollen, dann ziehen wir zuerst mal diesen Exponenten, diese ein Drittel nach vorn. Ja, ein Drittel nach vorn. Und dann müssen wir den Exponenten minus 1 rechnen. So, ein Drittel minus 1 ist minus 2 Drittel. Und ja, diese Kettenregel besagt, alle inneren Funktionen müssen unverändert bleiben. Außerdem sagt die Kettenregel, wir müssen jetzt noch die innere Ableitung bilden. Gut, y minus 1 abgeleitet ist 1 mal 1. Schreibe ich nicht. Genau genommen ist der Gradient ein Spaltenvektor. Das bedeutet, wenn du mal den Gradienten berechnen sollst, dann schreib einfach nur alle deine ersten Ableitungen nochmal schön sauber untereinander mit solchen Klammern drum. Das Symbol für den Gradienten ist einfach so ein Dreieck, das nach unten zeigt, der sogenannte Nabla-Operator. Da der Gradient jetzt ein Vektor ist, gibt er auch eine ganz bestimmte Richtung an. Aber nicht irgendeine Richtung, sondern die Richtung des steilsten Anstieges. Wir machen einfach mal direkt ein Beispiel zu. Sagen wir stehen im Gebirge F und zwar in einem ganz bestimmten Punkt. Sagen wir einfach mal in dem Punkt x gleich 1 und y gleich 9. Und die Frage ist jetzt, in welche Richtung geht es denn jetzt am steilsten bergauf? Naja, ganz einfach, du musst nur noch x gleich 1 und y gleich 9 in deinen Gradienten einsetzen. Machen wir das mal. Setzen wir für jedes vorkommende x eine 1 ein und für jedes vorkommende y eine 9. So, 9 minus 1 sind 8, dritte Wurzel aus 8 sind 2, 2 Eintel mit einem Minus davor, minus 2. Und hier unten haben wir 8, dritte Wurzel ist 2, 2 Quadrat ist 4, minus im Exponent heißt Kehrwert, also ein Viertel mal ein Drittel sind ein Zwölftel. Alles klar. Wenn wir uns also im Gebirge F befinden, und zwar ganz konkret bei den Koordinaten x gleich 1 und y gleich 9, dann geht es genau in diese Richtung am steilsten bergauf. Und zwar minus 2 Schritte in x-Richtung, 1, 2, und 1 Zwölftel Schritte in y-Richtung. Alles klar. So, ich gehe mal zu meiner ursprünglichen Position zurück, bis zu dem Punkt, den wir gerade bestimmt haben. Diese Richtung also ist die Richtung des steilsten Anstieges. In diese Richtung geht es am steilsten nach oben.